Heidewitzka. Also, Basti, was muss ich nehmen? Gladbach muss ich nehmen, oder? Ja. Lauterbach. Auseinandergenommen. Lauterbach. Gladbach. Gladbach. HSV. Genau. Mein Tipp war 2-0. Im Kicktipp. Ah, da bin ich jetzt mal gespannt. Was ich, wie hoch ich da gewinne. Ja, wir gehen einfach rein. Wir haben immer noch die alten Mannschaften. Es ist halt Nummer FIFA 15. Hey, ich hab HW4. Ja, immer noch, ja? Das ist auch noch ein bisschen Deluxe hier. Die haben ja auch mittlerweile Droppli drin. Was ist denn mit dem Adler? Warum ist der jetzt verletzt? Wegen der Schulterverletzung aus dem Köln. Schulterverletzung. Der hat sich ja, glaube ich, die Schulter ausgerenkt. Okay. Was. Bei was? Bei Länderspielpause? Gegen Köln. Achso, gegen Köln, achso. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade lachen, weil er ist ja gar kein Nationaltorwart mehr. Nee, nee, klar, aber ja, so, wenn das im Spiel passiert ist, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Muss er dann runter? Ja, ne, musste sogar runter, ne? Ja, der Hit. Stimmt, da war doch was. Der junge Schweizer. Den kein Schwein kennt, den sie irgendwo aus Österreich hergeholt haben. Oder Österreicher. Schweizer, ja. Österreicher, sowas. Ja, Hamburg muss wieder, ne? Nach der guten Vorstellung da gegen Stuttgart. Jetzt so ein bisschen dürftig gewesen letzte Woche, ne? Ja, wenn man vom Schiedsrichter betrogen wird, dann... Stimmt, das war ja, ah, da war ja ein Riesenaufriss, ne, wegen der... Oh, ich bin noch gar nicht bei der Sache, ey. Oh, schon bei... Oh, wen hab ich denn da drin? Ich wollte gerade sagen Horn, aber habe ich ja nicht. Sommer muss ich haben, ne? Sommer hat doch Gladbach. Ja, was war da? Was meinst du? Kriegen die das auf die Kette jetzt dagegen Gladbach? Das glaube ich wohl kaum, oder? Ja gut, aber zum besseren Zeitpunkt kann man Gladbach ja auch nicht treffen, ne? Also... Wollen sie gleich unten im Keller behalten? Oh, wie stelle ich mich denn heute an hier, Alter? Bin ich besoffen oder was? Ja. Er kriegt aber nicht rein, zum Glück. 7,5 Minuten und Hamburg macht das Spiel. Naja, da bin ich ja mal gespannt, ob das so wird. Oh, nächste Chance. Eine nach der anderen hier. Ja, was war denn der große Aufreger letzte Woche? Beim Hamburg-Spiel. Ja. Bitte? Weil es vor zwei Wochen. Ja, vor zwei Wochen. Ich meine ja letzten Spieltag. Ich kommt mir ja vor wie eine Woche. Das war kein Elfmeter und das war auch keine rote Karte. Mit Spahic. Ja. Der kommt vor dem 16er in Straucheln, fällt in den 16er rein, ja mein Gott. Sonst 100% von denen hätten die nicht gepfiffen. Oh. Du hast sogar Droppen im Tor. Ja. Ja, das war. Das war bitter, ne? Und die Sky-Schiedsrichter-Experten konnte ich den Tag rauchen. Ey, der Schiedsrichter-Experte ist doch Ding hier, der Markus Merk, oder? Nee, das ist Gagelmann. Gagelmann haben sie geholt! Ja, meinten, das wäre eine klare rote Karte und klare Elfmeter. Gagelmann ist seit dieser Saison. Ah, der hat ja aufgehört, ne? Also ich meine mit dem Schiedsrichter-Dasein hat er aufgehört. Aber das ist sogar das letzte Spiel. Ich glaube schon, ja. Der kann ja nicht beides machen, oder? Sky-Experte und natürlich noch Schiedsrichter? Nee, der hat Altersgrenze, glaube ich, oder? Was hat der? Die Altersgrenze, oder? Weil in Deutschland gibt es doch die Altersgrenze. Ja, ich glaube, was ist das? 45? Sowas, ja. Mhm. Weil da, wo ich herkomme, aus dem Ort, da kommt der Stark-Wolfgang her. Der hat jetzt auch. Der ist auch mit der Altersgrenze dann. Der muss dann weg, ne? Nächstes Jahr, glaube ich. Da sind ja die Dortmunder froh. Also grundsätzlich muss ich sagen, Gladbach hat mich ein bisschen erschrocken in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, so muss man sagen. Dachte, die werden schon ein bisschen weiter da Richtung Champions League auch natürlich, ne? Also da hat man eigentlich gehofft, da ist schon ein bisschen mehr Substanz hinter. Ich denke aber, da müssen sie es an dem Spieltag müssen sie es zeigen. Also wenn Gladbach da wieder nicht gewinnen sollte, so muss man sagen. Wenn sie da nicht gewinnen, dann ist das schon. Dann ist das schon dürftig. Also. Da muss man sich echt fragen, was sollen sie denn auch in der Champions League, ne? Also. Ja. Irgendwann muss halt mal Substanz in den Kader, beziehungsweise. Da müssen halt auch mal. Jetzt die ersten Ergebnisse erzielt werden, ne? Die haben, glaube ich, 0 Punkte oder was, ne? Alle drei verloren? Ja. Alles verloren, ja. Alles verloren, ja. Ich habe eigentlich. Den Main-Spiel habe ich immer oft in der Kick-Tipp-Runde auch auf Gladbach gesetzt. Also ja, ich eigentlich auch, ja. War auch der Meinung als. Ich dachte auch so, als Champions League-Vertreter da. Ist Gladbach ja immer eine Mannschaft. Ja, die haben auch viel verkaufen müssen. Das hängt ja. Den echt ein bisschen hinten dran und.
Und die neuen Kräfte, die sie jetzt haben, sind noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das vielleicht gehofft hätte. Wen haben sie da geholt? Auch aus Hannover, den, Stindl. Stindl, genau. Aber der Stranzl soll ja wieder fit werden jetzt. Wir mussten ja auch die komplette Innenverteidigung in den ersten drei Spielen komplett neu aufbauen. Die komplett ausgefallen ist, glaube ich, irgendwie. Oh. Ja. Ja, die haben es nicht, die haben es gerade nicht einfach. Und da haben sie auch viele teure Spiele abgeben müssen. Das ist auch immer sehr heftig, ne? Also gerade hier, Kramer Kruse. Geht den ziemlich ab, Kruse ja, geht den ab. Boah. Nächste große Chance. Basti mit dem HSV, oder? Ja, hat man eigentlich Hoffnung beim HSV für dieses Spiel? Oder sagt man sich, okay, da kann man verlieren. Auswärts, in Gladbach, im Borussenpark. Ja, ne? Also, was geht. Vor allem gerade bei den Gladbachern jetzt in der Form. Ja, man kann was holen. Ja, aber die Frage ist jetzt, ist Hamburg so weit, dass sie was holen können dort, ne? Sind die so fit? Also viele haben es auch Hamburg nicht zugetraut, dass sie fast was in Köln holen, wenn sie vom Schiri nicht betrogen wurden. Na gut, geholt haben sie ja nichts, ne? Ja, wenn sie vom Schiri betrogen wurden. ja, aber sie haben ja nichts geholt. Ich meine, so ist ja, bleibt ja zumindest die Statistik korrekt. Ja, das Spiel war nicht so schlecht. Also ich habe auch gedacht, dass Köln ein bisschen agiler bleibt, aber da hat Köln auch zum ersten Mal so ein bisschen Schwächen gezeigt, fand ich, bei Hamburg. Und das wird sich auch am kommenden, also jetzt am vierten Spieltag auch rechnen. Ich denke mal, da wird Köln die erste Niederlage erleben. Bin ich schon ziemlich felsenfest von überzeugt, dass Frankfurt zu Hause das reißen wird. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, HSV, wie sieht's da aus mit Transfers? Wen haben sie noch? Haben sie was rangeholt, kurz vor Schluss? Ja, den Hand doch von Wolfsburg. Den Hand? Ja, stimmt. Meint er, der wird spielen, ne? Den werden sie gar einsetzen, denke ich. Der ist ja mit dem Kader drin. Was ist mit dem Olic eigentlich? Ich müsste jetzt auf die Facebook-Seite von denen gucken. Da haben sie nämlich vorhin vor einer halben Stunde so die Mannschaft, nicht die Mannschaftsausstellung, sondern die 12 bis 16 Spieler gezeigt, diese, die mit zum Kader gehören. Also mit dem Kader haben sie ja, den erweiterten Kader dann, verstehe. Ah, wird mich aber, wie gesagt, Olic aber auch kein Typ mehr für die Startelf, oder? Da reichen die Kräfte auch nicht mehr. Wird wahrscheinlich wieder Shiplock von Anfang an spielen. Und Hand ist ja halt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Wie alt ist denn der Hand? Der ist auch schon über 30, oder? Nee, der ist 28. Ja, ehrlich? Ist er nicht 29 geworden? Na gut, ich meine, das ist, aber ich würde schon geschätzt, dass der schon... Ja, weil der so lange schon da ist. Ja, der ist auch schon so lange Profi schon, ja. Bei Bremen war er mit ganz jung, oder? Ist er doch bei Bremen. Ja. Dann 2 Jahre bei Wolfsburg auf dem Bank gesessen quasi. Ja, ungefähr. Bei der Transfer kam ja auch, also wie ich es gesehen habe, kam ja auch ein bisschen hinten rum so raus. Ja, der HSV wollte doch erst jemand anders haben. Oh, wie hieß er denn? Aber da hatten sie das Geld nicht für. Wie von Rapid? Ich von glaube, Rapid einen? Irgendeinen? Ja, den, den Jungen da. Naja, die wollten dann aber irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Millionen haben. Irgendwie so in der Dreh und da hat der HSV gesagt, konnten sie sich nicht leisten. Okay, ja gut, wenn jetzt zumindest ehrlich dann, ne? Also, ja. Das kann man jetzt ja nur nicht. Ich habe bloß auf Facebook die Dinge gesehen, die Buspräsentation. Die haben einen neuen Mannschaftsbus. Ja. Dafür ist das Geld dann wieder da. Das ist das Geld da für den Mannschaftsbus. Nee, ich dachte, die fliegen auch alles umher. Aber, ne, ist ja jetzt. Das braucht ja auch eine Mannschaft. Ich meine, was wäre der Hamburger Sportverein ohne Mannschaftsbus? Ich hab mir das bloß. Fällt mir gerade so ein, als ich es gesehen habe. So. Und jetzt 35 oder so. Hey, Berge, du alter HSV-Hater. Nein, ich hate gar nicht. Ich finde bloß. Wenn ich ganz ehrlich bin, war früher echt ein riesen HSV-Sympathisant. Aber das Schöne ist halt, als Sympathisant kannst du auch sagen, das ist mir zu doof. Als das Fan geht das nicht. Sagen ja meistens HSV-Fans auch manchmal, dass es ein Ding zu doof ist. Ja, als Fan ist es ja anders, ne? Also da bleibst du ja dabei. Naja, guck dir mal an, was die Schalke-Fans letzte Saison gemacht haben am Ende. Ja. Komplett boykottiert. Oder was die Holland-Fans überlegt haben. Holland-Fans, wieso? Was haben die? Die wollen jetzt alle nach Belgien auswandern. Ja, genau. Die haben schon ihre Wohnwagen gepackt und wollen nach Belgien, wollen die belgische Staatsbürgerschaft annehmen. Aha. Ja.
Mindestens stand das mal auf Facebook. Naja. Nee, aber Schalke, die haben ja dann sogar eine ganze Halbzeit lang, haben die Fans keinen Ton von sich gegeben, komplett geschweigt oder mit dem Rücken zum Team und nur so ein Kram. War das nicht am Ende der Saison sogar so, dass mehr bei der A-Jugend zugeguckt haben? Nee, bei den Amateuren. Ja, ja. Ja, bei den Amateuren war das so, glaube ich. Ja. Also die sind doch gar nicht so schlecht, die Amateure bei Schalke, ja, ne? Meister, oder? Nee, die U19 ist Meister. Ich spiele, glaube ich, Regionalliga. Wollen wir noch einen oder was? Basti? Oh! Rückpass! Müsste normalerweise Freischuss geben. Ah, du hast da vorne nur einen Mann, ne? Hier vorne ist bloß hier. Ja, Ulrich. Endstation. Da passiert nicht viel. Schön hinten den Bus parken. Den neuen Mannschaftsbus. Ja. Den neuen, ja. Haben sie gleich schon mal angelegt. Nice. Naja, aber abseits. Es war abseits. Ja, Bremen wird es dieses Jahr auch nicht leicht haben, glaube ich. Also das wird auch ein harter Tobak. Ja, aber ich denke, wie gesagt, also mein Tipp ist, Gladbach fängt sich jetzt am vierten Spieltag und werden nicht so eine Geschichte starten wie die Dortmunder letztes Jahr. Also das kann ich mir kaum vorstellen. Vor allem würden die auch nicht so leicht da rauskommen, weil einfach nicht so viel Qualität im Gladbach-Kader steckt wie in dem Dortmund-Kader letztes Jahr. Da war halt noch viel mehr drin. Ja. Jetzt? Nice! Ja, es ist Feierabend. 2-0, souveränes Ding. Viele Chancen waren da nicht dabei für den HSV. Die werden es auswärts, wie gesagt, die werden es schwer haben. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Geht ja komplett korrekt mit meinem Tipp. 2-0 habe ich getippt. 2-0. Gut. Dann will ich mal, wollte ich, mit wem wollte ich jetzt? Mit Hefe, glaube ich, ne?